Kapitel 10 Verständigungsprobleme. Obwohl die Könner der Wildelfen entkommen sind, befinden sie sich schon wieder mitten in einem Kampf. Sie wissen nicht genau, wer da gegen wen kämpft, aber sie kämpfen auf jeden Fall erbittert gegeneinander. Aber nicht mit Waffen, sondern sie stechen sich gegenseitig mit ihren Zeigefingern und schreien dabei, dass sie der Piekser wieder erwischt hat. Die Kinder und die Nudel verstecken sich und beobachten den Kampf. Der Kampf dauert sehr lange. Doch irgendwann hat eine Partei gesiegt und die anderen ziehen sich zurück. Langsam kommen die Kinder und die Nudel aus ihrem Versteck und begrüßen einen der Kämpfer. Sie fragen ihn, warum sie denn so erbittert gegen ihre Feinde gekämpft haben. Der Kämpfer erklärt den Kindern, dass sie die schielenden Schnipser sind und schon seit sehr langer Zeit gegeneinander kämpfen. Es gab eine Zeit lang Frieden, denn ein großer Mensch hat mit seinen großartigen Schnipskünsten für beide Seiten übersetzt. Das Problem ist nämlich, dass die einen nach außen schielen und die anderen nach innen schielen und die Innenschieler nur die Schnipssprache verstehen. Deswegen können sie sich nicht richtig verständigen, da durch ihr unterschiedliches Schielen jeder falsch schnipst und keiner den anderen richtig versteht. Man könnte fast sagen, sie schnipsen aneinander vorbei. Deswegen bekämpfen sie sich schon so lange und sie finden für ihr Problem einfach keine Lösung. Nur der große Schnipser kann zwischen ihnen vermitteln, aber er ist verschwunden. Aus diesem Grund müssen sie wohl immer weiter gegeneinander kämpfen. Malan wundert sich, warum sie wieder gegeneinander kämpfen, wenn es doch schon Frieden zwischen ihnen gab. Der schielende Schnipser antwortet Malan, dass beide Seiten wieder einmal versuchten, sich zu verständigen, sich aber mit ihren unterschiedlichen Schnipsen gegenseitig beleidigt haben und sich jetzt wieder bekämpfen. Malan überlegt. Er hat Papa schon oft Schnipsen gesehen und gehört. Dann fängt er einfach an zu schnipsen. Der schielende Schnipser ist davon begeistert und bittet Malan, dass er zwischen den Innenschielern und den Außenschielern vermittelt und den Krieg beendet. Malan hilft natürlich gerne. Er macht sich mit Aurelia, der Nunchaku-Nudel und dem schielenden Schnipser auf zu den Innenschielern. Als sie bei ihnen ankommen, werden sie sofort zum Anführer der Innenschieler gebracht. Dann beginnt Malan zu schnipsen. Auch der Anführer beginnt zu schnipsen. Sie unterhalten sich lange Zeit schnipsend, bis Malan erleichtert ausatmet. Er hat es tatsächlich geschafft, den Anführer dazu zu bringen, den Krieg zu beenden. Alle Anwesenden sind erleichtert und jubeln Malan zu. Auch Malan freut sich riesig, dass er den Krieg beenden konnte und den schielenden Schnipsern helfen konnte. Die schielenden Schnipser bedanken sich vielmals bei Malan und bieten ihm an, dass er sich jederzeit um Hilfe bitten kann. Malan nimmt dieses Angebot dankend an und erklärt den schielenden Schnipsern, dass er und seine Schwester ihren Papa suchen und dieser der große Schnipser ist. Die schielenden Schnipser sind sehr traurig, aber sie können den Kindern in diesem Fall leider nicht helfen, denn sie haben selber schon nach ihm gesucht, konnten ihn aber nirgends finden. Sie können ihnen nur die Richtung zeigen, in der große Schnipser die schielenden Schnipser verließ. Das ist für die Kinder zwar nur ein kleiner Trost, aber immerhin besser als nichts. Also machen sich die Kinder und die Nunchaku-Nudel auf den Weg.